Und damit noch einmal herzlich willkommen zurück zu This is the Police zum kleinen Bonus. Wir haben ja den Comic freigeschaltet und werden mal schauen, was dieser uns bringt, beziehungsweise was der noch zutage fördert. Mit der Überschrift Jackass, das Polizeilogo und, ja, es sieht so aus, als wenn es unser Haus wäre, mit einem Sonnenstrahl geflutet. Ach, wie herrlich. Dann schauen wir doch mal, was wir hier erfahren. Guten Abend. Ich freue mich sehr, berichten zu können, dass die Polizei von Freeburg eine Gang von Betrügern verhaftet hat, die die guten Bürger unserer Stadt ausgenutzt hat. In was genau waren diese Betrüger verwickelt? Es wäre leichter aufzuzählen, in was sie nicht verwickelt waren. Diese Leute hatten in allem ihre Finger im Spiel, vom einfachen Betrug über Glücksspiel bis hin zu Fälschung und Schneeballsystem. Wie haben sie fassen können? Eine Gang erfahrener Betrüger zu stellen, ist nicht einfach. Sie sind Experten darin, ihre Spuren zu verwischen. Man muss dabei klein anfangen, die unteren Ränge anvisieren. Dann sammelt man Schritt für Schritt Informationen, bis man schließlich an die Anführer der Gang herankommt. Eine verlässliche Quelle hat mir gesagt, dass das Informationssammeln der Freeburger Polizei oftmals körperliche Druckausübung auf die Verdächtigen mit einschließt. Welche Art von Befragungstechniken wurden bei dieser Ermittlung eingesetzt? Wir verteidigen und vertreten das Gesetz. Wir haben keinen geheimen Keller voll angsteinflößender Werkzeuge, wo wir Tag und Nacht Leute foltern. Sie sollten ihre Quellen besser prüfen. Danke, das wäre alles. Und wir verlassen die Pressekonferenz. Steigen in unseren alten Pickup. Ah, es scheint also vor der eigentlichen Geschichte zu spielen. Ich brauche ein neues Auto. Oh ja, das brauchte er wirklich. Und wir fahren in die Nacht. Es ist immer dasselbe. Die Presse kümmert es nicht, ob man diese Stadt etwas sicherer macht. Ihnen ist es egal, ob Verbrecher ins Gefängnis kommen. Das Einzige, was für diese Journalisten zählt, sind Überschriften. Ich kann schon die Zeitung von morgen vor meinem inneren Auge sehen. Polizeichef weicht Fragen zu Folter aus. Niemand schafft es jemals einfach nur durch das Verhaften von einer Gang auf die erste Seite. Lass sie nur kommen. Ich werde hier sein. Das denke ich mir dann. Sage aber nie etwas. Ich werde nicht damit anfangen, Fragen über meinen Ruhestand loszutreten. Wen interessiert das? Hat mir ein Reporter mal gesagt. In einem Monat wird es schon eine andere Gang sein. Da hat er verdammt recht. Und wir fahren nach Hause. Meistens schläft Laura jetzt schon. Und unsere Frau scheint noch zu Hause zu sein. Hey, warum bist du so spät noch wach? Ich habe die Nachrichten geschaut. Hast du meine Pressekonferenz gesehen? Ja. Deine Haare sahen furchtbar aus. Warum hast du nichts gesagt, dass du vor die Kamera musst? Dann hätte ich sie dir noch nachgeschnitten. Ich weiß nicht, was du meinst. Vergiss es. Ich mach das jetzt einfach. Vergiss es. Ich mach das einfach jetzt. Ah. So, sie zieht einen Stuhl ran. Setz dich. Ein Haarschnitt statt Abendessen? Bei deiner Taille könnte man auch mal was einkürzen. Hörst du, wie das Ding klappert? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du eine neue kaufen sollst? Werde ich, sobald du wieder zur Arbeit gehst. Dann kommt die Schere ins Spiel. Erinnerst du dich, wie wir uns das erste Mal getroffen haben und du von meinem grauen Schläfen überrascht warst? Du warst dir sicher, dass ich viel älter sein müsste als du. Wenn ich gewusst hätte, dass du eine Glatze kriegen würdest, wären wir nicht lange zusammengeblieben. Ach, die Arme. Halt still! Aber was, wenn es etwas Wichtiges ist? Kenrick ruft manchmal nachts an. Oder vielleicht ist es meine Mutter, die ihre Serien schaut und sich während der Werbung langweilt. Die Welt wird nicht in den Abgrund stürzen, wenn du das Telefon mal einen Moment klingeln lässt. Lass mich das hier fertig machen. Dir ist schon klar, dass ich dir nur zuhöre, weil du eine Schere in der Hand hast? Du hörst mir immer zu. Ach, ist das so? Willst du wirklich darüber reden? Willst du mir sagen, dass ich das nicht kann? Oh Gott, bloß nicht. Lass uns ruhig reden. Du kannst dich auch gerne auf den Hocker stellen, damit dich alle besser hören können. Laura, was zur Hölle ist los? Wirst du jetzt den ganzen Abend auf mir rumhacken? Auf dir rumhacken? Ich wusste nicht, dass du so empfindlich bist. Was ist heute los mit dir? Oh, komm schon, setz mir zu, bis ich alles gestehe. Das machst du doch gerne. Oder willst lieber du etwas gestehen? Moment, wovon redest du? Worauf wartest du noch? Verschwinde! Raus mit dir! Verpiss dich einfach aus meinem Haus! Weißt du was?
Verschwinde einfach. Ich will dich gerade nicht sehen. Und wir stürmen aus dem Haus, gehen rüber zu unserer Scheune, wo ja bekanntlich unsere Tabletten sind, gehen hinein und schlucken unsere Tabletten, gehen zum Auto, scheiße, und fahren davon. Wahrscheinlich in unseren Club, wo ja dann die Story beginnt. Laura schaut uns noch hinterher, wie wir davonfahren, und geht zurück in das Haus. Ende. Geht's noch weiter? Nein. Das war also die kleine Vorgeschichte zum eigentlichen Spiel, wo nochmal kurz gezeigt wird, wie es zum Streit mit Laura kam und warum sie uns dann verlassen hat. Ja, das war dann auch das Bonusmaterial. Und ich bedanke mich noch ein weiteres Mal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Unterhaltung mit diesem gesamten Let's Play nochmal, falls ihr es nochmal angucken wollt, oder mit anderen. Also, bis dahin, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.